Ich weiß gar nicht warum, aber immer wenn ich was skillen möchte, versuche ich das im Haus zu machen. Hat gar keinen Sinn, aber ich mache das irgendwie. Ich mache das gerne. Naja, weil alles, weil du guckst ja bei den Geräten ständig in deine Skillpunkte. Ja, weil wenn du hier einen Weg herstellen willst, musst du ja sechs andere Sachen vorher geskillt und Bücher entwickelt haben und, ne? Dann ist das eher normal, dass man im Haus nachguckt. Ja, ich würde hier als erstes würde ich hier Mortaring und nicht Mining ausbilden. Das solltest du auch, weil Mining, erstens ist die Frage, ob du Mining machst am Ende oder ob ich Ich werde. das übernehme, Ja. weil Mining ist hinterher so Sachen wie Schmelzen und so weiter. Also die ganze Erzverarbeitung läuft über Mining. Ja, ich mache mal Mortaring. Also Mortaring ist die Sachen Stein bauen, ne? Und Mining So. ist Erzverarbeitung. Mortaring ist erschaffen. Jetzt muss ich nur noch einmal Mortal Production entwerfen. Obwohl, könnte ich jetzt schon Mortal herstellen? Wo mache ich das denn? Mache ich das hier? Ne, hier an der Steinhütte. Hier Ach, werden da. Mortared Stones hergestellt und dafür brauchst du diesen Masonry Pitch. Und Na, den Pitch. machen wir aus Sand. Ah, aus Sand also. Ja, dann hole ich mal eben ein bisschen Sand. Wir können die Karre leer machen, dann nimmst du die Karre dafür. Ich helfe dir mit. Und denk Ja, bitte geile vorher Sache. dran, das Alles entsprechende löschen. Storage, Stockpile zu nutzen. Die Frage ist nur, welches nehmen wir? Holzlager. Ja? Ja, das ist hinterm Haus das. Alles Das klar. ist verknüpft, das musst du gleich auch nochmal machen. Die Ja, Karre krieg ich steht da hin. hinten, ne? Ja, noch vorm Eingang. Und lass uns die Erde mal nicht zu weit wegnehmen. Sind nur vier, komm, das halten wir aus. Take. Wie fahre ich das Gerät denn? Du gehst vorne an die beiden Holme und drückst E. Boah, sieht das bescheuert Lalala. aus. Alter, wie bescheuert das gerade aussah. Geil. Das musst du dir mal auf meinem Kanal angucken. Ich Sehr würde gerne. übrigens ziehen, nicht schieben. Ja, ich verstehe auch, glaube ich, warum. Aber wohin Wo fahre ma ich? Fahre ich richtig? weiß ich nicht, wo möchtest du den Sand abbauen? Ja, hier, oder? Wollen wir das hier nehmen? Ja. Nur denk dran, nicht abstürzen, ne, mit der Karre. So. Huch. Da dürften also 25 Sand reingehen. Guck mal, wird die Umwelt hier schön kaputt gemacht. Der Sandstrand Ja. weg. Aber wir gehen ja sowieso, wenn wir nackt baden später, gehen wir ja sowieso an die andere Seite vom Strand, ne? Klar. Weil hier in der Wenn wir hier alles Brake. geklaut haben. Ist das schon wieder voll? Ah, ne. Ne, hier in Nö. der Brake will ich nicht pöppen. Ne, da will ich nicht schwimmen. Hier ist noch gar nichts voll, oder? Ne, 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 ne. Ich hatte nur nicht richtig getroffen. Was habe ich denn jetzt? Was ist das denn hier? Man muss das Gerät schon treffen, ja. Ja, gerade beim Erdabbau, ne? Oder Sandabbau. Da hämmerst du so oft daneben. Findest du? Ja. Ich habe noch nicht genug Find Schnaps getrunken. Das heißt, mein Zielwasser fehlt mir. Sind wir schon wirklich voll? Ja. Na dann. Na Ja, da, dann da. ziehen, ne? Also damit jetzt irgendwo hin, ne? Ja, hier hinten hin. Zu dem Stockpile hier hinterm Haus. Und hinterm Haus sage ich deswegen, weil hinterm Haus ist gegenüber der Tür. Ja, ich bin ja gerade ganz vorsichtig. Das sieht so krank aus, ne? Du machst jetzt gerade so ein fettes Hohlkreuz. Geht das denn, oder? Weiß ich gerade nicht. Also, bei mir sieht das eher aus, als wenn du gerade rumspacken würdest. So. Wohin jetzt? Da. Hinten.
Oh mein Gott, ist das Ding voll, dass ich hier so langsam unterwegs bin. Na, du ziehst das ja auch über nackte Erde. Wenn du erstmal Straßen hast, wird's besser. So. Also alles draufgepackt, ja? 25 sind drauf, jawohl. Mehr brauchen wir auch nicht, oder? Doch, wenn du mit Stein arbeitest, werden wir davon Tonnen gebrauchen. Da kommt es allerdings ein bisschen drauf an. Hier würde ich dir echt empfehlen, bevor du größere Steinprojekte planst, solltest du die Effizienz so hoch wie möglich schrauben. Ja. Ich meine jetzt an Sand, ob das reicht. Ja, du brauchst für jeden Moderate Stone brauche ich Ja. aktuell 3 Masonry Pitch, das sind anderthalb Sandblöcke. Das heißt, für einen einzelnen Moderate Stone bräuchte ich anderthalb Sandblöcke und 8 Steine. Dementsprechend kann ich dir gleich sagen, nein, weil so ein Haus hat vielleicht 5, 6, 700 Steine. Ja, aber was Ja. ich jetzt meine, ist, ob das jetzt reicht, um so einen Pick zu machen. Du kannst ein Schwein gerne machen. Hast du eins gesehen? Nur gesehen habe ich noch keins, aber eben eins machen wollten wir ja, damit wir hier weiterkommen. Wir wollten Schweine machen? Okay, ich grunze, aber du hast den geringelten Schwanz, ja? Ja, darauf können wir uns einigen. Du alter Korkenzieher, du. So. Er weiß jetzt echt nicht, was ich meine, oder was? Ich habe keine Ahnung. Okay. Okay. Wir hatten irgendein Ziel. Das Ziel habe ich auch schon wieder vergessen. Ich weiß, dass der Weg Aber ich soll dahin mich dran irgendwie. erinnern, weißt du? Bla 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 Immer das bla. Gleiche mit dem. Sieh schneller hier. Sieh. Das Geile ist, wenn man den Karren zieht, glaube Ja. ich zumindest, kriegt man mehr Erfahrung dazu. Ist das so? Sollte eigentlich nicht, weil ich hatte nicht eingestellt, dass Tätigkeiten Erfahrungen bringen. Das geht auch. Nicht? Dann kannst du für jedes Mal schaufeln oder so, kannst du was lernen. Das hast du ausgeschaltet? Was ist mit dir verkehrt? Ja, weißt du, ich will das ja auch ein bisschen spannend halten hier, was die Skillpunkte angeht. Ich hasse dich, ich hasse dich. Warum? Na, war natürlich. So, Allerdings, warte, ich muss. Ja, sehe ich mit erzähl. den Skillpunkten sowieso ein bisschen schwarz. Aber gut. Vielleicht Hier müsste ich müssen die wir Rate doch nochmal hin. erhöhen. Ja, So, wir gucken jetzt mal. hier. Da ein Pulp Pitch. Ey. Nee, warte mal. Was brauchen wir jetzt hier? Brauchen nur ein Pitch. Und Das Zeug, für was aus ein. Sand kommt. Wie Nee, viel? hier, Pitch. 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 Masonry-Pitch. Ja, Pitch. Und dafür brauche ich hier diese Wood Pulp. Nee, es gibt verschiedene Pitch. Du kannst Pitch aus Sand machen, du kannst Pitch aus Wooden Pulp machen und später auch noch aus anderen Sachen. Dieses Pitch steht allgemein für so ein Bindemittel. Und du baust ein Bindemittel in der Regel aus Sand. Du kannst auch P Pitch, also Pulp nehmen, aber ich bräuchte zum Beispiel 25 für 1. Das steht hier in keiner Relation. Wie viele Bäume sollen wir dann noch töten? Ja, aber wir haben ja schon ein bisschen viel. Und um jetzt so Mortared Stone zu machen. Okay. Mortared Production Effizienz bräuchten wir wahrscheinlich auch, ne? Eine Ja, also Effizienz. Effizienz würde ich immer vor Geschwindigkeit skillen. Dann dauert es zwar länger, es herzustellen, aber du brauchst viel, viel weniger Material. Aber wenn du dir überlegst, für einen Moderate Stone müsste ich 8 normale Steine nehmen. Jetzt baust du ein Haus mit 500, aus 500 Steinen. Wo sollen denn bitte schön diese Unmengen an Steinen herkommen? 4000 Steine, das ist ja unvorstellbar. Ja? Und deswegen immer Effizienz vor Geschwindigkeit. So, hier Effizienz. Weil, weißt du, im schlimmsten Fall erhöhe ich einfach die Menge an Skillpunkten, ne, damit wir dann am Ende wieder genug haben. Aber das ist letztlich ja auch der limitierende Faktor, weil wenn wir jetzt schon 100.000 Skillpunkte hätten und alles perfekt skillen könnten, ja, dann ist Wäre ja auch irgendwie der langweilig. Reiz irgendwie weg. Das ist wie Cheaten. Und da wir beide ja Ja. keinen kleinen Penis haben, cheaten wir auch nicht. Super Einstellung. Ja.
Sieben Stein brauchen wir jetzt schon mal nur noch für einen Mortared Stone. Ob jetzt irgendjemand denkt, Beweise oder so? Na, komm. Nein, nein, nein. Ach, ich brauche nur noch einen Sandblock für einen Masonry Pitch. Ja, hier übrigens auch aufpassen. Es kann durchaus sein, dass du auch zwei, drei oder vier Masonry Pitch herstellen kannst aus einem Sand, ne? Ja, ich sehe das. Wenn Da du das zwei so Stück kriege effizient ich jetzt hast. raus. Da muss ich auch immer aufpassen, wenn ich hinterher mal sowas wie Fischfang oder so perfektioniert habe. Dann kann ich aus einem Fisch womöglich 20 Sachen herstellen oder so. Das ist schon Ich brauche jetzt interessant. aber auch schon wieder nur 5, 20 Wood Pulp für einen Pulp Pitch. Siehst du, ich brauche 25, ne? Ja. Nee, also ich habe gerade eben, habe ich, ja doch, 25, genau. Ich auch, 25 gebraucht, jetzt nur noch 20. Genau. So schnell geht das. So, das heißt, man könnte jetzt aus einem Sand zwei Masonry Pitch machen. So. Macht man das und dann kann man Mortared Stone herstellen. Mit diesem Mortared Stone konnte man dann das Buch herstellen. Das Buch der Bücher. So ging das. So, dann machen wir das doch mal, oder? Oder meinst du, Juhu. soll mal ein bisschen geskillt? Nee, komm, kein Skill hier. Mach hier, fertig hier die Kacke. So, davon brauchen wir bestimmt 10 Stück. Ja. Ich sag, ich brauche 10 oder wir brauchen 10 und gib ein 0. Ja, sehr perfekt. Ne? Also, Du ich bin merkst. Nur mit fasziniert, Profis hier. wie du dieses Spiel im Griff hast. Es ist die Wonne, die Ja, reinste. danke. 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 So, Storage. Worauf kann er zugreifen? Natürlich. Aufs Holzlager, wo wir den ganzen Sand gelagert haben. Macht ja Sinn. Richtig. Jetzt machen wir ein bisschen schneller hier. Produziert das Gedöns hier. Zügig. Jetzt schon bei 10%. Das ist ja eher okay. La 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 la. Mortared Stone. Der braucht hier ein bisschen mehr Stone. Das heißt, der muss auch mal hier drauf zugreifen. Und das reicht eigentlich schon. Ich habe jetzt hier noch das Steinlager eingestellt. Oha, 286 Steine hier, das reicht. Damit können wir gleich ein bisschen Mortared Stone herstellen. 10 Stück Mortared Stone brauchen wir übrigens. Wenn wir 10 Mortared Stone haben, dann haben wir genug für das Buch. Genau, und das Buch ging hier. So, dann konnten wir das irgendein Buch machen. In Stone Book. Da. Da. Da, ma. Geilomato. Wenn wir das Buch haben, dann können wir sagen, Wir haben alles erreicht. wir haben, genau, wir können aufhören und Let's Play beendet. Und fangen mit was Neuem an. Ponyhof-Tycoon. Vielleicht mit Echo. Ja. Dann machen wir Echo Fresh. Also ich glaube, es gibt kein Echo-Let's Play, wo dieser Wortwitz nicht vorkommt. Meinst du? Also hast du ihn schon mal gehört? Ein, zweimal. Ach Scheiße, sehr langweilig. Also Ich nehme ihn zurück. innovativ war nicht. Das tut mir Nee. sehr leid. Aber er bietet sich natürlich auch an. Das ist, ne? Also ich glaube, genauso wie wenn Kohle im Spiel ist, dass dann irgendjemand unweigerlich Kohle, Kohle, Kohle singen muss. Ja, das geht einfach nicht Das anders. singe ich auch immer, wenn ich auf mein Konto gucke. Ja. La, 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 warte mal, jetzt bin ich ja ein Held. Ich habe jetzt wie viele hier produziert? Collect. Wie viele haben wir jetzt? Jetzt haben wir, haben wir, haben wir. Wo haben wir denn den Blödsinn jetzt abgelegt? Wen? Hallo? Oh, ach da. 20 Pitch, ja. Aus 20 Pitch können wir jetzt machen. Ganz genau. Nicht genug Mortred. Das heißt, wir brauchen nochmal 5 Stück. Ja, das hat ja auch fast funktioniert. Oder? So, und danach müssen wir hier von 10 ordern. Ja, Mauer fertig jetzt. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Was singst du So. gerade, das Müllernlied oder was?
Ach, ich singe gerade irgendwie gar nichts. Ich weiß auch Es nicht. klappert die Mühle am Rauschen im Bach. Klipp, klapp. Klipp, klapp. Klipp, klapp. Wo habe ich denn jetzt schon. So schnell geht das, ne? Also du sprichst über was, findest es und dann ist es wieder weg. Ja, das geht hier schnell. Ne? Also, dauert nicht lang. Ja, da sind sie wieder. Acht. Hä? Ach, weil er die schon. Ja, ich verstehe. Der die hier schon drinne. Der Collect. So, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, Leute. Hier, da, pack mal da rein. Dann sollte der Auftrag bedient sein. Ja, Sources. 100%. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Geilomat. Jetzt macht er nämlich die Mortured Stone fertig, die 10. Wenn er die jetzt fertig hat, dann können wir das Buch bauen. Und wenn wir das Buch gebaut haben, können wir gleich mal in die Waagerechte, wir beide. Ich will nicht wissen, was da wieder auf einen zukommt. Was ist denn ein Stonebrazer? Das sieht aus. Stadt. Ist ein Schachfeld, ein Schachbrett, ein Stonebrazer, Brazier, Keine bestimmt. Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir King. hier Schach spielen. Bin Aha, ich hier übrigens gibt's auch zu auch blöd für. Ich hasse Öfen. diese Kriegsspiele. Ein Und Schach ist Ofen ja ein gibt es hier. Schachspiel, also, ne? Um Steine zu backen, aha. Und dafür brauchen wir Masonry Table. Masonry Table Ist dann kriegen das, wir was auch. Ach, du haben wir schon. Haben wir sogar schon. hier diese Sehr roten Bricksteine herstellen kannst, ne? Dafür brauchst du dann diesen Backofen. gut. Ganz genau, richtig. Und mit diesen Steinen zum Beispiel, die haben nämlich einen höherwertigen sogenanntes Tier. Was Ja, haben die? die haben einen höheren Grad, also eine höhere Wertigkeit, weil wir kriegen später Maschinen, die sagen, ich funktioniere aber nur in einer Umgebung, wo auch Materialien der Stufe 2 oder 3 verwendet werden. Aha. Und dann kannst du eben nicht mehr mit Holz oder Stein arbeiten, sondern dann musst du gebrannte Tonziegel zum Beispiel haben. Aha. Oder andere Sachen. Das geht hinterher bis zu Stahlbeton. Okay. Ja? Also so Sachen wie Labore, wo du dann auch wunderbar leckere Sachen herstellen kannst fürs Essen, so wie Glutamat und sowas. Ja. Da brauchst du dann Stufe 3 für. Ach Und so. es gibt, glaube ich, auch Materialien der Stufe 4. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe noch kein Gebäude dafür gefunden. Es soll es alles geben. So, ich habe jetzt hier nochmal drei Skillpunkte. Mal gucken, was wir jetzt damit machen. Jetzt haben wir ja eine Ebene erreicht, wo wir das vielleicht sogar sinnvoll nutzen können. Ja. Guck mal hier, da. Fiber Pitch, Pulp Pitch, Baked Pitch, Weath Pitch. Aha. Wir upgraden hier natürlich einmal die Effizienz, was nochmal deutlich geiler ist. So, jetzt sammeln wir hier einmal ein. Da, back. Gehen mit den Mortred-Dingern hier rüber. So, und jetzt können wir ganz in Ruhe den Stone Construction Skill Book produzieren. Back. So, in Auftrag gegeben. Ja, perfekt. Geil, Omar, ne? Ach, Mist. So. Tschüss. Wo tunst du rum? Da hinten, ich sehe es schon. Ja, ich Ich habe so sehe ein es bisschen die schon. Mine im Auge. Aber Schön. Wunderschön. weil wir sind jetzt bei 57 wieder. Ach, da gehen wir schnell. Es geht so schnell. Es geht alles so schnell. Soll ich nochmal nach Fisch gucken? Ja, komm, wir gucken nochmal nach Fisch. Ich folge dir einfach mal. Wir gucken uns das an und dann essen wir noch eine Runde Fisch und fertig. Irgendwo hier hatte Oder? ich eine Reuse Oder? hingelegt. Aber wo? Siehst du die? Ja, du bist auch wieder super organisiert hier. Was ist denn das hier unten? Ist das Sand oder ist das Erde oder ist das überhaupt irgendwas? Hier ist sie. Das hat Kies? Keine Ahnung.
Guck, und hier habe ich eine Fischreuse hingesetzt und durch die, dass ich die so nah gesetzt habe, habe ich Zugriff auf alle vier Fischreusen, die ich sonst hier abgelegt habe und muss nur hier oben stehen und kann dann immer die Fische da entsprechend rausziehen. Aber ist gerade kein Cool, Fisch ey. da. Ja, so, ne, musst du nicht ja, da runtertauchen und alles. Aber ist kein Fisch irgendwo drin? Nee, zurzeit nicht. Na gut, ist noch Das nach so nicht. langer Zeit? Nee, ich war gerade, also bevor ich mich kurz nochmal um die Höhle da hinten gekümmert habe, um die Mine, hatte ich ein Ach bisschen so. Fisch rausgeholt Ach so, ach so, ach und so. hier an der Fishery bearbeitet. Ach so, ach so, ach so, ach so. Thank you.